Kettensäge zerlegt in der Hand und bittet sie, ihm zu helfen. Hier haben Sie einen Starter von der Stihl 024 oder MS240 oder MS260 oder 026. Das Seil lose, den Griff lose und was nun? Eigentlich ganz einfach. So sieht der Starter aus, wenn er richtig zusammengebaut ist. Was brauchen Sie für Werkzeug? Eigentlich nur eine Spitzzange und einen Schraubenzieher, weil man manchmal etwas fummeln muss. Die Öse herausnehmen. Dann kommt als nächstes eine Bremsscheibe, eine Anlaufscheibe und die Starterklinke. Bei der Starterklinke bitte darauf achten, dass die noch in der Länge richtig ist, sonst müssen Sie da eine neue einbauen. Die Seilrolle ausbauen, mit ein bisschen drehen, nicht mit Gewalt rausziehen, dann kommt die Feder hinterher. Hier sehen Sie, ist die gut angelaufen. Hat ein bisschen geklemmt, das sollten wir ein bisschen wegputzen. Ansonsten ist das aber alles soweit in Ordnung. Ein neues Starterseil besorgen Sie sich bitte in der richtigen Länge und in der richtigen Dicke. Die Dicke ist wichtig. Nicht nur, dass es nicht zu dick ist, sondern auch, es darf nicht zu dünn sein. In der Seilrolle muss das Starterseil genau übereinander laufen und die Breite muss genau stimmen. So, vielleicht sehen Sie das weiße Seil nicht so gut. Dann nehme ich nochmal das alte Seil. Das sieht man dann vielleicht besser. Das alte Seil, sehen Sie, passt in der Breite genau rein. Wenn Sie jetzt ein Seil nehmen würden, was zu dünn ist, versucht das Seil nebeneinander zu laufen und nicht übereinander. Und dann könnte die Seilrolle platzen. Nehmen Sie ein zu dickes Seil, kriegen Sie es gar nicht erst rein. Das würde dann nicht so schlimm sein. Okay, wir nehmen ein Starterseil, ein Knoten ist dran. Die andere Seite ist schon angespitzt. Hier haben Sie die Öse. Dadurch durchziehen. Und nach dahin wegdrücken. Das hilft die Spitzzange. Ein kleines bisschen Gewalt. Fertig. Sie sehen hier die Öse von der Starterfeder. Sie sehen hier die Aussparung in der Seilrolle, wo die Feder genau hinein muss. Und Sie versuchen, das übereinander zu bringen. So, hier fehlt ein ganz kleiner Tropfen Öl, das klemmt. Starter, Seil zu Starter und Öl, das sind Dinge, die Sie eigentlich nicht vertragen. Da müssen Sie bitte aufpassen, niemals zu viel Öl drauf machen. Wenn Sie zum Beispiel Öl an die Bremsfeder machen oder an die Reibscheibe, funktioniert der ganze Startmechanismus nicht mehr. Also jetzt wirklich nur wenig Öl drauf. Vor allen Dingen kein Öl hier oben in die Nut, wo die Bremsfeder drin sitzt, weil dann bremst sie nicht mehr, weil das Öl die Bremswirkung aufhebt. So, und wieder zurück. Okay, jetzt ist es aber schon besser. Damit es nicht wieder auseinanderfällt, bauen wir es jetzt komplett zusammen. Starterklinke. Anlaufscheibe. Brems- oder Ausrückfeder. Sie sehen, wie es geht. Wenn Sie jetzt drehen, im Uhrzeigersinn, muss die Feder jedes Mal die Starterklinke auslösen. Wenn das nicht funktioniert, haben Sie hier zu viel Öl dran. Hier darf kein Öl, kein Fett, kein Karamba, kein WD-40, was auch immer, drankommen. So, jetzt die Überlegung, wie rum muss man die Feder spannen? Das ist eigentlich ganz einfach. Überlegen Sie, wie das Seil die Trommel zieht. Dazu lege ich das Seil mal provisorisch ein. Und ziehe jetzt. Sie sehen, das Ganze würde im Uhrzeigersinn ablaufen, also wird auch im Uhrzeigersinn gespannt.
hoffe, dass die Kamera das so einfangen kann, wie das gespannt wird. Gespannt bis auf Anschlag. Dann eine Umdrehung zurück. Dann das Seil durch die Hülse. Loslassen, das läuft zurück. Wunderbar. Damit wir jetzt besser montieren können, hier einen kleinen Knoten. Bis jetzt also eine Schlaufe machen. Jetzt haben wir hier das Seilende frei, um in Ruhe den Knoten ranzumachen. Der Knoten, es reicht nicht hier nur einen einfachen Knoten zu machen, sondern wir brauchen eine etwas größere Auflagefläche, damit der Knoten nicht durch den Griff rutschen kann. Mal sehen, mach's nochmal. Etwas größer und in Ruhe. Ziehen, fest. Seilrolle im Daumen sichern, hier die Schlaufe aufziehen und einlaufen lassen. Wichtig ist, dass Sie so viel Seil drin haben, dass die Seiltrommel zwar voll ist, aber nicht übervoll. Sehen Sie hier, wenn die übervoll wäre, würde das Seil herausrutschen. Wäre das der Fall, entspannen und abschneiden das Seil. Ja? Wir haben aber jetzt hier das richtige Seil, von daher kann da nichts passieren. Funktioniert, läuft zurück, passt. Fertig.